Hallo Freunde und willkommen bei Mass Effect. Wie in der letzten Folge angekündigt, gehen wir zu Botschafter Udini und Captain Anderson und die scheinen schon nahe der Platte zu sein. Heißt das, es gibt was Neues? Ihr Bericht über Noveria hat für einige hochgezogene Augenbrauen gesorgt, Shepard. Ich kann's nicht glauben, dass sie die Königin am Leben ließen. Es gibt einen Grund dafür, dass diese Spezies fast völlig ausgelöscht wurde. Sie hätten sie vernichten müssen. Kein Wunder, mag ich diesen Botschafter nicht. Sie haben dazugelernt, keine Sorge, es war meine Entscheidung. Sie haben dazugelernt. Die Königin ist nicht wie die anderen. Sie ist nicht interessiert an Eroberungen oder Kriegen. Wirklich? Ich wusste nicht, dass Sie ein Experte für eine Spezies sind, von der wir alle so gut wie nichts wissen. Ich hoffe, dass wir in 50 Jahren überprüfen können, ob Sie recht hatten. Der Genozid einer kompletten Spezies ist eine Tragödie, Botschafter. Shepard hat das Richtige getan. Sicher. Ich werde einfach allen sagen, dass wir es für eine gute Idee hielten, eine fortpflanzungsfähige Rachni-Königin in die Wildnis von Noveria zu entlassen. Damit hat doch bestimmt niemand ein Problem. Ja, ich mag den Typ absolut nicht. Ja, Commander? Okay, das war's wohl. Ich muss jetzt gehen. Kommen Sie einfach zu mir, wenn Sie Fragen haben. Also, viel gab's jetzt nicht zu berichten. Oder, was heißt zu berichten? Viel Neues. Aber ein bisschen was gab's schon. Aber dann wollen wir doch mal zurück zur C-Sicherheit und dann beim Spectre-Ausrüster mal nachschauen, was der denn so alles Neues hat. Ich meine, schon eine gute Pistole Hammer. Und auch ein gutes Sturmgewehr. Vielleicht noch eine zweite Pistole für Tully dann. Vielleicht hat er auch Rüstungen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Eine Forschungsstation auf Noveria wurde zerstört. Der genaue Grund dafür ist bis dato noch nicht bekannt. Angesichts der auf Noveria durchgeführten Forschungen geht man davon aus, dass die Zerstörung auf ein fehlgeschlagenes Experiment zurückzuführen ist. Naja. Administrator Anolees wird als Resultat der Katastrophe einiger Verbrechen angeklagt. Allerdings liegen uns diesbezüglich noch keine genauen Informationen es vor. Es war nicht ganz so, wie der gesagt hat, aber das wissen wir ja schon. So, ich glaube, langsam kommen wir an. Ja, da ist auch schon der Boden. So, dann wollen wir mal schauen. Ich glaube, wenn ich es auch richtig sehe, dann müssen wir hier rüber. So, da sind wir schon. Hallo, Commander. So, Vorräte. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Ich zeige Ihnen die guten Sachen, Commander. Viel Spaß damit. Dankeschön. So, Präzisionsgewehr braucht man nicht. Schrotflinte braucht man nicht. Das Sturmgewehr hier. Das dürfte Dings schon haben, oder die Ashley? Die HM? Ja, genau. Die, Pistole. Die dürfte Shepard schon haben. Yep, nur Tully noch nicht. Das heißt, das wäre auf jeden Fall ein guter Kauf und das können wir uns sogar leisten. Sehr schön. Aber schauen wir erst noch, was anderes gibt. Oder? Holen wir uns die gleich. Ich meine, so teuer ist die jetzt nicht. Ich würde sagen, die holen wir uns gleich. So. Jetzt eine weitere Pistole braucht man nicht. Panzerung schwer. Bisschen besser. Bisschen besser. Gleich stark. Das heißt, die würde auf jeden Fall schon mal ziemlich gut sein. Kostet auch gar nicht so viel. Die holen wir auch. Präzisionsgewehr, mittelschwer. Ich glaube, wir können leider nur leicht tragen. Schwer, leicht und leicht. Schrottflinte, Sturmgewehr. Leicht Mensch. Nee, das... Ja, doch, Moment, 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 Moment. Leicht Mensch, 22. Schilder ist stärker und Tech-Biotik-Schutz ist stärker. Die können wir auch holen. So, und ich glaube, ab jetzt wird's dann immer schlechter. Ja, genau.
Höchstens vielleicht noch der Biotikverstärker? Nee. Auf keinen Fall. Aber wir können noch dieses Granaten-Upgrade holen. Ist halt wieder ein einzigartiger Gegenstand. So, und das war's wohl. Dann, hätte ich gesagt, ausrüsten. Einmal Pistole für Tully. Genau, die hier. Dummerweise haben wir jetzt hier wieder eins übrig, wo wir noch nicht ein ausrüsten können, aber ich denke, da kriegen wir schon noch was. Ashley hat eine neue Panzerung. Die hier, die schwer. Okay. Hat aber auch nur ein Slot drin. Gut. Und hier haben wir auch eine neue Panzerung, die auch um einiges besser ist. So. Das war's wohl. Jetzt sind wir doch schon um einiges besser gerüstet. Und, was wollte ich sagen? Um einiges besser gerüstet und haben immer noch einiges an Geld. Dann hätte ich gesagt, war's das mit der Zitadelle. Dann fliegen wir als nächstes in den Kepler-Randsektor. Da haben wir eine kleine Nebenmission. Und, es werden Feiern geplant für den Tag, an dem sich das Ende der Rachni-Kriege jährt. Viele Ratswelten, insbesondere die Kolonien der Asari und Salarianer, werden Siegesparaden abhalten, um dem Triumph über die einfallenden Rachni zu gedenken. Als erstaunliches Schuldeingeständnis haben mehrere Asari-Kolonien Kroganer eingeladen, um sie für die Siege, die erhobene Kroganer ermöglicht haben, zu ehren. Was soll ich jetzt dazu sagen, dass, dass wir die Rachni wieder befreit haben? Das passt ja mal wieder sehr gut, diese Aussage mit dieser Siegesfeier und so weiter. Nein, aber was ich sagen wollte ist, im Kepler-Randsektor befindet sich auch eine Quest, ein Auftrag, was wir für Garrus erledigen sollen. Was waren das eigentlich nochmal genau? Was sollte man für den eigentlich machen? Ach ja, genau, Dr. Salion finden. Garrus hat von ihnen von seiner Begegnung mit Dr. Salion, dem Genetiker, erzählt. Er bedauert, den Mann beim ersten Mal entkommen lassen zu haben und hofft, dass sie ihn finden und zur Strecke bringen können. Theoretisch sollte ich eigentlich Garrus wieder mitnehmen, aber ehrlich gesagt habe ich keine Lust, ihn auch wieder noch besser auszurüsten und so weiter und so fort. Ja. Bereithalten, Landungstruppe. Das heißt, wir nehmen unsere alte Truppe dafür. Dekontamination. So, das ist immer. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Da hat man gesehen, im Untertitel stand es richtig drin, dass er das Kommando abgibt, aber der Text hat nicht ganz gestimmt. Aber das hatten wir schon mal, das letzte Mal auch schon mal. So, dann Citadel weg. Der Serpentnebel weg. So, wo wollen wir hin? Kepler-Randsektor. Voyager. Artemis. Armstrong. Kepler-Randsektor. Ist ganz schön weit weg. Gehen wir hierher. Kepler-Randsektor. Gut. Da haben wir Newton. Ich muss mal kurz nachschauen. Das ist die Nebenquest. Und hier haben wir Herschel. Da müssen wir für Garrus hin. Dann hätte ich gesagt, gehen wir erstmal hierher. Kümmern wir uns erstmal um unsere Crew. So, dann können wir mal wieder das Sonnensystem durchsuchen. Hier ist nichts. Dann haben wir ein Asteroidengürtel, bei dem wir auch nichts finden. Dann haben wir da was, da wollen wir aber noch nicht hin.
dann gehen wir, schauen wir hier mal rein. Da ist nichts. Haben wir auf diesem Planeten was? Nein. Und dann noch den hier. Ja, auf diesem System haben wir auch so gut wie gar nichts. Schade. Naja, gut, dann fliegen wir zur MSV Fedele. Fedele ist ein menschliches Modularschiff. Modul-Lastschiff der Colon-Klasse. Ja, das haben wir schon öfters mal gesehen, dieses Schiff. Dann wollen wir mal an Bord gehen. Mitnehmen tun wir natürlich Ashley und Tully. So, Tagebuch. Schauen wir doch gleich mal nach. Dr. Saleon finden. Gut. Und es gibt Gegner. Was sagt eigentlich die Karte? Ah ja, okay. So. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier drin vorfinden. Ein Testsubjekt. Heben. Hier wollen wir mal ein Werfen reinmachen. Wieso liegt Tully schon wieder auf dem Boden? Sie hat doch erst eine neue Rüstung gekriegt. Ja, sie muss unbedingt noch mehr in diesen Ding gesteigert werden, in diesen Schutz. Das ist ja abartig. Wie schnell sie eben am Boden liegt. Werfen wir erstmal das hier ein, um hier ein bisschen aufzustocken. So, da geht's zum Cockpit. Da kommen wir gar nicht rein. Hier können wir rein. Was machen Sie denn hier? Das ist mein Schiff. Ja, ich freue mich auch, ihn kennenzulernen. Ich hätte Sie auch einfach Ihrem Schicksal überlassen können. Ich habe hier zu arbeiten und das geht Sie nichts an. Ich schütze nur meine Interessen. Wir wissen, was Sie hier machen, Doktor. Garrus wird nicht erfreut sein, dass wir diesen Kerl töten, wenn er nicht dabei ist. Ja, das stimmt wohl. Ich denke, er wird es verstehen. Ich denke, da wäre er wirklich gerne dabei gewesen. Vielleicht hätte ich ihn doch mitnehmen sollen, aber egal. Saleons Medizinausrüstung ist befleckt mit dem Blut vieler verschiedener Lebewesen. Hellblau, violett, orange und eine ganze Reihe dunkelroter Flecken. Aber sein Schaffen ist jetzt vorüber. Es ist Zeit, zur Normandie zurückzukehren. Ausrüstung, was haben wir? Sturmgewehr und noch eine Rüstung. Jetzt sag aber nicht, die ist besser als das, was wir haben. Nee, ist er nicht. Gut. Ich hab's fast schon befürchtet, dass es so wäre. Gut. Das heißt, Garrus, seine Mission ist fertig. Das heißt, wir sollten jetzt mal mit ihm reden. Als allernächstes. Hä? Wieso? Hat gerade ein bisschen gehakt, die, Dings. Die Steuerung Universalteil? Nicht Granatwerfer. Das ist für Tully, genau. So rum. Nee, das ist ja um einiges schlechter. Und Medigel haben wir auch einiges gekriegt. User Kit. Biotikverstärker. Drüben haben wir auch noch was. Waffenupgrade, Granatenupgrade, Munitionsupgrade. Oh, Moment. War da was für Tully für den letzten Slot drin? Ja, die Laufverlängerung. Mehr Schaden, weniger Hitzeabsorption. Ja, kommt mit rein.
Was anderes haben wir ja gerade nicht. Dann haben wir hier noch eine mittelschwere Dechiffrierung. Hoppsa. So war das nicht gedacht. Pistole, Sturmgewehr und Präzisionsgewehr. So. Schrottflinte, Präzisionsgewehr. Okay. Kommt alles mit. Dann schauen wir schnell noch ins Cockpit rein. Da haben wir nichts mehr. Okay, dann ist es wirklich Zeit, an zur Normandy zurückzukehren. Können wir hier... Nein, hier kommen wir nicht so einfach zurück. Das heißt, wir müssen zu Fuß gehen. Aber das ist ja auch jetzt nicht so wahnsinnig groß, dieses Teil hier. Dann reden wir mal mit Garrus. Ich hoffe, er nimmt es uns echt nicht übel, dass wir das allein erledigt haben, ohne ihn mitzunehmen. Theoretisch hätte man nämlich ihn mitnehmen sollen. Aber dann hätte ich ihn erst wieder richtig ausrüsten müssen und so weiter und so fort. So, dann wollen wir mal runtergehen. Ah, ich hoffe, er nimmt uns echt nicht übel, dass er nicht dabei war. Nachdem Ashley was gesagt hat, habe ich jetzt doch ein bisschen Bedenken. So, wo ist er? Da ist er. Commander, ich hörte, Sie haben sich um Dr. Saleon gekümmert. Ich wäre sehr gern dabei gewesen. Ja, tut mir leid. Sie sind bestimmt froh zu hören, dass er tot ist. Das wusste ich bereits. Es ist nur... Ich habe Jahre darauf gewartet, ihn fertig zu machen. Nun, zumindest ist er tot. Ja, jetzt habe ich richtige Gewissensbisse, dass ich ihn nicht mitgenommen habe. Ja. Schön. Commander, ich wollte Ihnen danken. Wofür, Garrus? Für all das, dass Sie mich mitgenommen haben, dass ich Teil Ihres Teams sein durfte. Ich habe sehr viel gelernt. Ich habe viel über das nachgedacht, was Sie gesagt haben. Dass man keine Unschuldigen opfern darf, um das Ziel zu erreichen. Und dass man den besten Weg finden muss, der nicht immer der schnellste ist. Ich denke immer noch, dass die Zitadell-Sicherheit ihre Mängel hat, aber jetzt verstehe ich, warum sie es so tun. Ich weiß jetzt, wie wichtig es ist, im Angesicht des Bösen standhaft zu bleiben. Dass man sich davon nicht verändern lassen darf. Das hatten wir doch schon. Ich bin froh, dass Sie es so sehen. Keine Sorge, Commander. Das hatten wir doch schon. Das werde ich. Nun gut. Dann geht's zum nächsten System. Nach Newton. Na, jetzt. Jetzt geht's weiter. So, das sind wir auch schon. Und bevor wir jetzt dahin fliegen, würde ich sagen, machen wir eine kleine Pause und fliegen das nächste Mal dorthin und erledigen dann die Quest Doktor in Gefahr. Vielleicht eine kleine Sache will ich noch schnell machen. Was war denn das hier genau? Den Doktor finden. Den Doktor warnen. Auf Noveria haben sie einen Log mit einer Liste nicht autorisierter Übertragungen gefunden. Offensichtlich glaubt jemand, dass ein Doktor im Newton-System in großer Gefahr ist. Leider scheint es, dass die Nachricht von der Noveria-Sicherheit abgefangen wurde, bevor sie zugestellt werden konnte. Und das soll man jetzt ihn warnen, dass er in Gefahr ist. Gut, das machen wir dann das nächste Mal. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!